Simu Let's Play. Hallo und herzlich willkommen hier bei mir zur nächsten Mod-Vorstellung. Es geht um den Komatsu EX50 in der Version 1.85. Hier wurde geändert zur vorigen Version eine Textur, der Dirtskin Sound gibt es einen neuen Licht, wurde ein neuer Tacho und RPM wurden verbaut und einiges mehr. Es gibt jetzt zwei verschiedene Palettengabeln, diese sehen wir schon hier. Einmal XXL, einmal normal. Ich habe jetzt leider hier gerade keine Paletten gefunden, die ich irgendwie heben könnte. Sonst hätte ich die jetzt auch da. Aber wir gucken uns das Fahrzeug jetzt trotzdem mal genauer an. Wir haben hier einen schönen Stapler mit relativ schönen Texturen. Ginge besser, aber gut. So, dann steigen wir mal ein. Licht hat er, das ist gut. Sogar Rückfahrscheinwerfer, sehr gut. Blinker hat er auch, ganz wichtig. Und dann gucken wir mal, die Gabel lässt sich neigen, das ist schon mal gut. Wir nehmen jetzt mal die kleine Gabel. So, Blitzlicht hat er auch, beziehungsweise mein Rundumleuchten heißt ja eigentlich. Ich sage lieber Blitzlicht. Neig. Hoch, runter. Und mehr kann sie leider nicht. Hätte ja sein können, dass sie vielleicht einen Seitenverschub hat, hat sie leider nicht. Schauen wir mal. Saatgut kann man, glaube ich, aber nicht heben. Aber versuchen können wir es ja trotzdem mal. Nee. Das sind keine vollen Paletten. So, in der Innenansicht sehen wir hier unten den Tacho. In grün noch in der oberen Zeile. 21,8 ist das höchste mit einer Drehzahl von knappen 2200 Umdrehungen. Dann fahren wir hier mal eine Runde. Eine kleine. Über meine Mod-Test-Map. Schauen wir mal, wie er sich handelt. Handling ist relativ schön eigentlich, also lässt sich wirklich gut fahren für einen Stapler. Vor allem für diese kurze Gabel, die er vorne dran hat. Oh, aber das ist wieder typisch Stapler. Wir drehen die leider voll ein und drehen uns fast auf der Stelle, wenn man sieht. Und dauert zwar ein bisschen, aber er dreht sich komplett ein. So wie ein originaler Stapler auch. So, jetzt fahren wir nochmal ein Stück hier rüber. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Wir gucken mal in die Mod. In die Log. Gucken wir mal, die Log scheint sauber zu sein. Ich sehe zumindest nichts. Wurde auch relativ schnell geladen, das Ganze. Das ist übrigens meine Mod-Map, falls sie jemand noch nicht kennt. Danke hier nochmals an Black Hole One. Ein bisschen was wird sich in nächster Zeit noch ändern, aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Wenn ich bastle selber weiter rum dran, also kann was werden. Bedienung ist ganz normal, wie man es kennt. Oh! Ich sehe gerade. Das ist ja sogar ganz schön beschrieben. Hoch, runter, links, rechts. Wow! Nicht nur mit Zeichen, sondern auch wirklich schön beschrieben. So gefällt mir das. So mag ich Mods. So, hier sind wir jetzt bei der BGA. Hier werden wir aufhören. Weil da ist die Straße dann auch zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Abo und ein Like, einen Kommentar oder sonst irgendwas da. Bis zum nächsten Mal. Euer Fipsi.
Let's play. Play. Simu, let's play. Play.